seinen 63 Jahren ist Kommerzialrat Oswald Hackl noch sehr aktiv in der Wirtschaftskammer tätig. Der gebürtige Zagersdorfer hat sich sowohl im letzten Wahlkampf als auch beim jetzigen Wahlkampf für Einpersonen- und Kleinunternehmen eingesetzt. Er setzt dabei besonders auf soziale Sicherheit. Er weist immer wieder darauf hin, dass die Wirtschaftskammer viele Angebote für kleinere Unternehmen bietet. Das Problem dabei ist, dass viele Unternehmer von diesen Angeboten nichts wissen und sie diese Angebote daher nicht nutzen. Diese hatte er auch mehrmals bei einem Interview mit unserer Reporterin Silvi Doren angesprochen. Wirtschaftskammer waren schon jetzt, aber Sie haben vorher auch schon kandidiert. Haben Sie da welche spezielle Themen gehabt? Wir haben fast gleiche Themen wie jetzt, wo es um die Absicherung der Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe geht. Wir haben in der Periode nicht sehr viel erreicht, weil ja die ganze Wirtschaftskammer industrielastig ist. Das heißt, Sie haben nicht geschafft, viel zu erreichen? Ja, kann passieren. Das ist eine ehrliche Antwort. Und Sie wollen ja ehrlich sein. Nein, ich will ehrlicher antworten. Ich werde Ihnen nichts vorschwärmen. Aber was haben Sie sagen, das sind gleiche Themen, ziemlich gleiche wie die letzte Mal. Ja. Erklären Sie dann unsere Zuschauer, welche sind jetzt Hauptthemen bei dieser Wahl? Die Hauptthemen bei dieser Wahl ist die soziale Absicherung, Versicherung für die Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe. Und wir haben immer schon gesagt, das war auch beim vorherigen Programm, die Abschaffung des 20-prozentigen Selbstbehaltes. Was wir aber dort schon erreicht haben, war, dass sie wenigstens angehört wurden. Und es war und ist jetzt schon möglich, bei den auf 10% des Selbstbehaltes reduzieren, wenn man sich vorher durchcheckt und sich die Ziele, die man beim Check sich gegeben hat, erreicht. Eine wichtige Forderung ist auch das Krankengeld ab dem ersten Tag. Es wurde von der Erreichung her, kann man sagen, es wurde schon der erste Schritt bzw. die Tür aufgemacht, dass Krankengeld ab dem 43. Tag möglich ist. Aber ab dem 43. Tag sind viele dieser Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe sehr schwer angeschlagen. Was noch eine große Forderung für uns ist, ist eine Senkung des Mindestbeitrages. Mindestbeitrag für die Kleinst- und Kleinbetriebe ist zu hoch. Wir fordern auch für den Mutterschutz, dass die Frauen, wenn sie im Mutterschutz sind, dass sie dort eine bessere Absicherung haben. Wir wollen wenigstens so die Absicherung wie bei den ASVGlern. Mhm. Ja, jetzt habe ich die erste Frage nochmal erklärt. Ist ja kein Problem. Nur ich habe schon von den mehreren Fraktionen auch das gehört, Sicherung und drum und dran. Aber wo ist da der Unterschied zwischen eurer Fraktion und Sie gegenüber den anderen Fraktionen? Das ist ganz leicht erklärt. Wenn Sie sich das letzte Wirtschaftsparlament in Burnland angesehen haben, haben wir genau diese Forderungen, Versicherung, soziale Absicherung der Kleinst- und Kleinbetriebe in einem Antrag am Wirtschaftsparlament gestellt. Alle anderen Fraktionen waren gegen diese Forderung und im gleichen Atemzug erklären sie überall, dass diese Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe das Herz der burgenländischen Wirtschaft sind. Mit diesem Argument, also treffen sie das nicht zu, wenn man vorher gegen den Antrag für eine soziale Absicherung der Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe spricht. Wie wir wissen, die Wahlbeteiligung wird immer schlechter, weil die letzte Mal waren unter 50%. Was unternehmen Sie, um die Wähler zu motivieren, wählen zu gehen? Unsere Motivation kann und ist es, wenn wir die Wähler dahin anhalten, dass wir speziell für die EPU sind, für die Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe. Und wir machen eine ehrliche Politik, wo wir durch Serviceleistungen in unserem Verband, Beratungen versuchen, diese Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe, die EPUs, zu richtiggehend fördern. Mhm. Weil Sie sagen, kleine Mittel,
Ein-Personen-Unternehmen. Meine Frage ist an Sie, sind Sie die Meinung, dass die Wirtschaftskammer Sie genug für die Ein-Personen-Unternehmen und kleine Unternehmer einsetzt oder dass eher Großunternehmen von den Angeboten der Wirtschaftskammer profitieren? Die Wirtschaftskammer, muss ich ehrlich sagen, bemüht sich um die Unternehmer, auch um die Kleinen, aber es ist eine Hohlschuld, wobei natürlich aufgrund des Präsidenten der österreichischen Wirtschaftskammer alles industrielastig ist und sich natürlich mehr die Großen, die Rosinen vom Service rausbieten. Welche Vorschläge haben Sie für die Ein-Personen-Unternehmen, kleine Unternehmer oder Mittelunternehmer, dass sie profitieren mehr von der Wirtschaftskammer? Was können die tun? Oder was soll Kammerunternehmen? Diese sogenannten EPUs, diese Kleinst- und Kleinunternehmer, müssen sich einmal selbst aktiv in die Wirtschaftskammer einbringen, die sogenannte Hohlschuld, wie ich erklärt habe. Und ich glaube, die Wirtschaftskammer muss noch stärker auf diese EPUs dann auch zugehen. Ja, aber wenn ich gehe von einem Personenunternehmen, der hat im Prinzip keine Zeit. Wer muss einen Betrieb sperren, so dass er geht zu die Wirtschaftskammer? Ja, das ist genau der Punkt. Nein, das ist genau der Punkt. Ich habe immer gesagt, diese EPUs, das sind für mich die Manager des Jahres, weil sie selbst arbeiten, also selbst arbeiten, projektieren, Inkasso machen, Buchhaltung machen. Sie sind sehr stark gefordert. Und hier muss aber dann die Wirtschaftskammer immer mehr umdenken mit anderen Öffnungszeiten. Mhm, das ist gut. Von den kleinen Unternehmern habe ich meistens die Fragen gekriegt. Jetzt frage ich Sie doch. Sind Sie für die Beibehaltung des Systems, dass jeder Unternehmen für jeden Gewerbeschein einen Beitrag zahlt? Oder ein Unternehmer einen Beitrag? Die Wirtschaftskammer muss komplett umdenken. Das Wirtschaftskammersystem muss sich auch erneuern. Und da sind alle gefordert, die ganze Wirtschaftskammer und die ganze Struktur zu erneuern. Mhm. Briefkastenfirmen werden wachsen immer mehr. Schwarze Schafe, wie man sagen auf Deutsch. Was ist Ihre Meinung zu den Briefkastenfirmen? Briefkastenfirmen sind für mich, wie Sie gesagt haben, als schwarze Schafe. Und gegen schwarze Schafe gibt es ja rechtliche oder gibt es Gesetze, die wir auch nicht nur per Verordnung rausgeben, die sollten auch kontrolliert werden. Und da ist der Gesetzgeber gefordert, genauere, stärkere Kontrollen zu machen. Gibt es jetzt schon Kontrollen? Es gibt jetzt schon Kontrollen, aber das ist noch zu wenig. Momentan ist eine riesengroße Diskussion, speziell bei unseren Gastronomen, das berühmte Rauchverbot. Was ist Ihre Meinung zu der aktuellen Diskussion über Rauchverbot? Soll es kommen, ja oder nein? Oder soll bestehende Lösung bleiben? Für mich persönlich ist das Rauchverbot wieder ein Signal, die Überbevormundung der Unternehmer. Der Gastronom soll selbst entscheiden. Der Gastronom kann entscheiden, will ich ein Rauchverbot durchziehen oder will ich ein Raucherzimmer haben. Er kann das selbst am Zulauf seiner Gäste messen und da ist für mich der Gastronom der entscheidende Faktor. Wenn zufällig zum Beispiel kommt das wirklich Gesetz, das absolute Rauchverbot in Gastronomie, haben Sie da irgendwelche Vorschlag, wie sollen die Investitionen abgelöst werden? Schauen Sie, wenn man die Gastronomen zu solchen Lösungen zwingt, dann muss man ihnen auch in einer Form entgegenkommen und da soll sich auch wirklich der, der die Gesetze gemacht hat, auch Gedanken machen, dass das im beidseitigen Einvernehmen gelöst wird. Mhm. Jetzt vor der ist das Superwahljahr, das kennen wir schon, viel wird gesprochen von den heimischen Einstellungen, dass die Burgenländer, Österreicher mehr Arbeitsplätze kriegen. Und mit wie viel wissen wir zum Beispiel, wie die letzte Jahr ist er fast jeder geschaffene Arbeitsplatz hat nicht Burgenländer gegangen. Haben Sie da einen Vorschlag, wie soll man Unternehmer motivieren, wieder mehr Österreicher einzustellen?
Oder speziell bei uns Burgenländern? Die Motivation muss in beide Richtungen gehen. A, wie Sie gesagt haben, am Unternehmer, B, aber auch an unsere österreichischen Mitarbeiter, dass auch die motiviert werden und dass sie auch geschult werden für eine Arbeit. Und ich sage nicht, dass ein Österreicher nicht arbeiten will, aber er muss mehr motiviert werden und es müssen mehr Anreize geschaffen werden. Motivation ist eines der Sachen, aber man muss das auch das Ganze von Grund auf wieder erneuern und frisch regeln. Das heißt im Prinzip, wenn ich habe gut verstanden, nach Ihrer Meinung liegen die Schuld bei beiden? Die Schuld liegt bei beiden. Wenn man es A zu leicht macht oder B, wir haben ja selbst eine Firma. Wir wissen genau, was es ist. Und es entscheidet immer der Markt, wer was kommt. Wenn es jetzt kein Angebot, jetzt sage ich, bei Kraftfahrern gibt, dann kann man nicht so lange, es kann der Unternehmer nicht so lange warten, bis er sich ein Österreicher bereit erklärt, einen, sage ich mal, Kraftfahrer den Job zu machen. Und wenn jetzt da ein Ungar kommt und er ist willig und will das, bei uns in der Firma haben alle den gleichen Lohn. Es wird kein Unterschied gemacht. Es ist ein Mitarbeiter und aus. Und ich glaube, sehr viele unserer Unternehmer tun das Gleiche. Nur wenn sich am Arbeitsmarkt nicht bietet, muss er so reagieren. Die Superwahljahr 2015, wie wir kennen. Wissen wir aber auch, ob das jetzt bestehende Landtagswahlen oder Wirtschaftskammerwahlen, überall ist das Thema Frauenquote. Wie hoch ist bei euch Frauenquote, die Anteil bei den Kandidatinnen bei dieser Wahl? Ich hätte gern 90% Frauenquote bei uns, bei den Kammerwahlen. Nur es sollen sich auch diese Frauen anbieten für eine Position. Wir haben Top-Frauen bei uns im Verband, die sicher in den Fachgruppen beste Arbeit leisten und die werden natürlich auch bei der nächsten, also nach der Wahl, sicher forciert werden. Und wie viel habt ihr bis jetzt die Frauen in die Spitzenposition? Wir haben in den Fachgruppen haben wir schon Frauen in den Spitzenpositionen und wollen sie natürlich verstärkt jetzt bei Erreichen unserer Ziele einsetzen. Wir haben schon vorher gesprochen über Wirtschaftsparlament ein bisschen. Ich weiß, dass Sie haben den Antrag gestellt für die Abschaffung von dem Selbstbehalt, dass die anderen haben dagegen gestimmt. Werden Sie weiterhin versuchen, Abschaffung von dem Selbstbehalt bei den Selbstständigen? Na sicher, das ist eines der größten Faktoren für eine soziale Absicherung unserer EPUs. EPUs sind für mich die Top-Unternehmer und die EPUs soll und muss man so fördern. Wie vor jeder Wahl wissen wir, das gibt Wahlzucker, wo kann man ein bisschen verschenken, überreden die Leute, schauen Sie, da sind wir. Sau gut zu schön. Nur was mich interessiert, wo habt ihr eure Wahlgeschenke, Wahlzucker gemacht? Burgenland, Österreich oder vielleicht im Ausland? Wir haben in Burgenland unsere Wahl, wie Sie sagen, Zuckerl in allen Richtungen gekauft. Tja. Und wir kommen also schon zum Schluss unserer Fragen. Wie bei jedem Spitzenkandidaten, was ich habe interviewt, haben Sie bei der CCM-TV Möglichkeit, unsere Zuschauer zu sagen, warum gerade Sie wählen sollen? Ganz einfach. Ganz einfach, weil wir wirklich die burgenländische Wirtschaft vertreten. Die burgenländische Wirtschaft liegt um unserem Herzen nicht nur zum Schein, das haben wir immer durch unsere Anträge im Wirtschaftsparlament bewiesen und wir werden weiter und verstärkt für die EPUs, KMUs und den Mittelstand in unseren Betrieben kämpfen. Dafür ersuche ich euch, den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Liste 2 Ihre Stimme zu geben. Danke. Und das war heutige Interview mit dem Kommerzialrat Oswald Hackl von der SWV. Danke für das Zusehen.
Und Ihnen danke auch. Danke auch. Da bleiben.